Ist halt so. Mal gucken, was wir hier oben noch haben. Bei dem Absturz war die Ladung jung, die unten auf mich gewartet hat. Ach, Kollege, noch bist du stark. Jetzt nicht mehr. Festmahl. Obol der Abstecher. Orks veranstalten Festmale, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Orks in der Kunst des Grogtrinkens zu messen. Wenn das Festmahl ungestört bleibt, erlangt der Gastgeber Macht. Mische dich ins Festmahl ein, um Saurons Armee zu schwächen. Jau. Machen wir. Weg damit. Jetzt ist es an der Zeit, den Wanst mit Grog zu füllen. Alter, was hat der für ein Gesicht? Na, komm her. Schleicht da jemand umher? Na, komm her. Der hat mich gesehen, ne? Vernichtet den Tag! Du Mare! Ja, nenn mich nicht. Neues Spiel, Leute! Jeder trinkt einen Schluck, wenn der Waldläufer schreit! Zerschmettert sein Gesicht! Das, was ich brauche. So, dann haben wir noch den da oben. Tukok, der Verrückte. Oh, der sieht auch verrückt aus. Der sieht herrlich aus. Der Abstecher ist tot. Er Macht erlangt. Ups. Wo bekomme ich das? Ich glaube, da vorne ist auch noch was, ne? Das heißt, der Waldläufer sei verflucht. Wenn es wirklich Geistermagie ist, sollten wir uns besser wappnen. Könnte besser sein, Kollege. Wir sollten uns eines dunklen Herrschers heute und Aragorn schlachten. Denkst du, es stört ihn? Ich danke dir. Kein Problem. Vielen Dank, Waldläufer. So, Machtprobe. Uruks müssen sich unter ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben und nicht davonlaufen, erlangen sie Macht. Mische dich in die Machtprobe ein, um Saurons Armee zu schwächen. Der Schmied, machen wir. Willst du noch mehr von meiner Macht sehen? Also gut, dann mal los. Menschen abzaubern. Du kannst wohl gar nicht genug vom Sterben kriegen, hä? Kein Problem. Kann ich auch nicht. Flüchtet er oder was? Machtprobe gelöst. Okay. Ja, aber er ist nicht tot, oder? Habt ihr das gesehen? Ich könnte jeden von euch mit nur halb so viel Einsatz töten.
zerquetscht dich wie einen Strohhalm. Keine Vorstellung von meinem kleinen Waldläufer. Bleib genau da stehen! Du machst mir keine Angst! Sicher, ich kann sie noch etwas mehr bluten lassen. Warum bin ich fast tot? Echt jetzt? Absolut nicht geplant! Nächstes Mal gehörst du mir! Ja. Feiger Abschaum! Einfach abgehauen! Die Uruk wurde erschlagen! Oh. Nur wir zwei haben! Shit, ich hab keine Pfeile mehr. Verfluchte Bleichhaut! Bleib! Da drüben hat sich etwas bewegt! Ah, den kriegen wir aber so schnell nicht. Da ist er! Da ist er! Bereit zu sterben? Moment! Ich rieche etwas! Kümmern? Ja, komm her. Niemand macht das so gut wie ich. Ist eine andere Vogel jetzt auch hin? Was war das für ein Geräusch? Der gehört mir!
Peitsche. Was ist denn mit dir, Mann? Flüchtet, ey. Menschlein, ja, ja, komm wenn her. Die Zeit gekommen ist. Nee, gar nichts, das bleib hier. Das war's, Kollege. Alter Schwede. Ist es hier da? Achso, ist voll. Ja, gut. Helmgeschosse waren da unten drin. Ey. Sind beide abgehauen, ne? Beide sind weg. Egal, gucken wir mal. Da hinten ist auch noch einer. Irgendwas hier, Waffen und Runen. Aber bestimmt nichts Episches. Nee, das. Die handeln wir ja mal um. Episch, episch, episch. Mm-mm. Nope. Was? Nein. Hab ich die jetzt angelegt? Nee. Hat er doch verkauft. Gut. Verbesserung. Zwei Fertigkeitspunkte. Du hast eine neue Fähigkeitsstufe freigeschaltet. Schließe Machtkämpfe ab und mach Jagd auf Hauptmänner, um mehr Macht zu erhalten und weitere Fähigkeitsstufen freizuschalten. Drücke A, um fortzufahren. Jo. Was haben wir denn Schönes? Kritischer Treffer. Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Drücke einmal X, wenn ein Schlag in den nächsten übergeht, um den Bonus zu erhalten. Andere gut aufeinander abgestimmte Angriffe, wie zum Beispiel Dolchwurf, LT, können kritische Treffer verursachen. Letzte Chance Todesstoß. Die Fähigkeit, einen endgültigen Todesstoß während einer letzten Chance zu landen. Okay. Wurfdolche. Drücke LT, um einen Dolch zu werfen. Terrorisieren. Eine furchteinflößende Schleichtötung. RT, Y gedrückt halten. Die umstehenden Gegner in die Flucht treibt und deine Trefferserie aufbaut. Festnageln. Ah, okay. Fußschießen beim Stehen. Schleichaufzehrung. Okay. Glaube aber, das hier klingt gerade am besten. Und die Dolche, die können wir dann werfen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Attribute. Eine neue Rune für unseren Dolch. Ist auch ganz gut. Was brauchen wir hierfür? Mehr Merian. Okay. Der Dolch, eine neue Rune. Und zwar Grabband erhöht die Moralschädigung bei Gegnern. Schleichtötung mit der Fähigkeit Terrorisieren. Schleichtötung RTX zu Boden, Hinrichtung. Bonusschaden. Das ist auch gut. Nehme ich an die Randschleiche. Kann ich da noch mal auch, ein bisschen Bonus-Kill kriegen. Ich wurde schon zigmal von Ghoulen angegriffen. Ja, wurdest du das? Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten. Versuch doch wenigstens, sich zu wehren! Ein Fettstein steht schon den Hals. Holt euch diesen Sklaven! Er sagte halt! Das sagte dich nicht! Alter, das ist auch so krass, ey. Wir sind frei! Danke. Der Sklave läuft davon!
tot! Zack! Freundchen, so nicht. Auf fliehende Menschen zielen. So läuft das hier nicht. Danke. Überfall. Uruks versuchen regelmäßig einander zu ermorden. Sollte das Opfer überleben, erlangt es Macht. Mische dich in den Überfall ein, um Saurons Armee zu schwächen. Yo, Gimüb Schädelbeuger. Ich mach mir weg. Ein guter Ort für eine Mahlzeit. Mhm. Bringt mir das Sklavenfleisch! Mhm. Aufheben. Schwert? Aber wie kann ich Nein sagen, wenn ich es in dich schlagen kann? Schon wieder. Und der killt mich jetzt natürlich, ne? Überfall gelöst, das ist gut. Ja, das weiß ich doch schon. Ich bin weg. Alter. Okay. Gut. Oh, was haben wir denn da? Marco Blutjäger, Konfrontation. Ist wer von denen? Arno, wo ist Marco? Was haben wir denn hier schon wieder? Natur.
Vinoyal. Vinoyal ist besser bekannt als die Dämmerwinde. Seine zarten weißen Blüten bestehen aus 5 Blütenblättern und erinnern sehr stark an einen Stern. Interessant zu erwähnen ist die Tatsache, dass Vinoyal in Mittelerde sehr weit verbreitet ist, aber nie höher wächst als ein Zwerg groß ist. Es wächst auch nirgends, wo man Efeu antrifft, wobei das nur ein Zufall sein könnte. Kräuterkundler wissen, dass man die Blüte pflücken muss, bevor sie in voller Blüte stehen und sie in Tränke verwenden, um sie in Tränke zu verwenden, die zur Behandlung von Erkältungen und Befreiung der Atemwege eingesetzt werden. Die Ranken selbst können auch als Verbände verwendet werden. Sachgerecht von der Rinde befreit, sind sie sehr gut als notbedürftige Binden für Wunden geeignet. Okay. Und dann haben wir Einführung. Ein paar Tipps. Waffen und Runen. Schwert. Neue Rune bekommen. Ein Schmerz kennen. Okay. Machen wir nicht. Bleiben erstmal noch bei den. Warum flehen die Sklaven andauernd um ihr Leben? Sie wollen dich nur ablenken, damit sie leichter entkommen können. Man würde denken, sie bevorzugten einen ehrenvollen Tod, anstatt auf der Flucht zerfetzt zu werden. Jetzt erstmal dahin. Die Patrouille hat Fußspuren hinter den Büschen gefunden, aber dieser kleine. Das interessiert den anderen da vorne überhaupt nicht. Wie geil ist das denn? Der guckt einfach so, ja, was? Hä? Hä? total drauf. Man, den sie Aschenhaut nennen, ist wirklich ein angsteinflößender Uruk. Warum nennst du sie Uruks? Du darfst ihnen kein Respekt zollen. Danke. Gib deinen Verstand auf! Oh, Rock der Stolze. Okay, aber der ist das ja auch nicht. Das ist dann noch mal jemand anderes da hinten. Das ist dann noch mal jemand anderes hier. Bin ich ja mal gespannt, wer da drin ist. Gibt es einen Sklaven, der Mitglied der Widerstandskämpfer ist? Das habe ich auch gehört. Marco Blutjäger. Besiege Marco Blutjäger. Okay, machen wir. Ist das der, den wir im Lager auch hatten? Marco Blutjäger. Er ist Anhänger töten. Du kannst, kleiner Tark. Lass uns ein wenig Spaß haben. Werden wir. Stell dich mir, Marder. Nein, du nicht. Hat schon einmal nicht geklappt. Wird es auch dieses Mal nicht. Mit einem Schlag hat er ihn getötet. Okay. Ja, sehr gut. Oh, ein episches. Scharfe Klinge stellt bei jeder Schleichtötung was? 50 was wieder her? Was? Eine Verbesserung haben wir auch. Schleichtötung, Furchteinflößen.
Sehr gut. Oder das war's. Okay, Waffen und Runen. Was haben wir denn hier? Stellt bei einer Schleichtour 50 Gesundheit wieder her. Ja, das ist ja eigentlich eher unwahrscheinlich, dass sowas passiert, ne? Wenn du entdeckt bist und Zeichen der Macht jetzt verfügbar. Okay. Aber jetzt wollen wir erstmal hier hin, ne? Zu Lukas, dem Schändlichen. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Ja, mach doch mal die Ohren zu. Alle auf einmal! Der sieht aus wie Redback. Ey, ist das Zufall? Der sah aus wie Redback. Okay, das ist ein ziemlich cooler Kill. Trumbok hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Alter. Moin, wie soll ich dich nennen? E-P-I-K-F-G-K-E-G-J. Wie soll ich dich nennen, mein Freund? Herzlich willkommen und Dankeschön für den Follow. Nimm das Wort! Oh, jetzt habe ich den selber gekillt. Kann natürlich auch ungewollt. Nenn mich Sauron, sagt er. Dann herzlich willkommen, Sauron. Blitzer! Ich bin immer noch da hoch. Bin hier hoch, ja. Wollte klappen. Keine Gnade für Bleichhäute! Dann benötigt das Kraut. Danke, Waldläufer. Reifenkraut. Diese aromatischen Kräuter sind unter vielen Namen bekannt und können an vielen Orten in Mittelerde gefunden werden. Ihre Blätter werden üblicherweise getrocknet, zerkleinert und von Menschen, Hobbits und Zwergen in Pfeifen geraucht. Aufgrund der Beliebtheit des Krauts als Tabak haben nicht wenige Bauern einen Gutteil ihrer Felder, manche auch ihre gesamten Felder speziell für den Anbau des Krauts und dessen Verkauf gewidmet. Die Blüten des Pfeifenkrauts erfreuen sich weniger großer Beliebtheit und haben einen bitteren Nachgeschmack. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass diese von gewissem Wert sein könnten. Geschulte Kräuterkundler haben die Vermutung geäußert, dass die Blüten bei fachmännischer Anwendung Schmerzen lindern und die Sinne anregen können. Ah ja. Okay. Klingt ein bisschen wie ein Schmerzmittel oder ein Suchtmittel auf jeden Fall. Oh, warte mal, ich muss mal gucken. Wo haben wir den denn? Da ist er. Lukas der Schändliche. Lukas.
Den holen wir uns. Den Luke Dash. Hast du das Essen der Orks letzte Nacht gerochen? Es hat köstlich geduftet, oder? Oh ja, das habe ich in der Tat. Hast du auch bemerkt, dass du mit dem Sklaven... Oha. Du Made! Er hat aber direkt ganz schön was abgezogen, ne? Brauchst du etwas grob, bevor ich dich aufschlitze? In die Stimme irgendwo her. Er hasst Niederlagen, ja, von mir aus. Er wird trotzdem einen einstecken, ne? Ach, er ist das, oder was? Boah, echt jetzt, Alter. Diesmal hat er mich. Auch nicht. Oh Mann. Seit wann zocke ich? Also das Spiel jetzt oder was meinst du? Das Spiel zocke ich seit gestern. Nein! Ah, oh, sehr gut, er hat ihn. Nochmal täuscht du mich nicht! Meine Urups werden dich zerfetzen! Und ich werde dich zerfetzen diesmal. Boah, echt jetzt, Alter? Jetzt hat er mich. Wie viel ist wohl so ein toter Waldläufer wert? Der Tod hat mich verstoßen. Ich bin nicht tot. Oh, leck mich echt. Dumm. Hier, die beiden haben ein Duell. In den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte. Okay, das kennen wir ja schon. Ah ja. In Richtung. Okay. Warum? Einer aufgestiegen, war mit der Schmied. Ah, ätzend, ey. Orphel der Edle. Ach Mann. Der Beobachter. Oh, willst du mich jetzt ärgern? Ach Mann. Gut. Wie dumm. Echt, wie dumm.